Hallo liebe Keramikmalfreunde, in diesem Video zeigen wir euch alles Wichtige zur Technik Stempelmatte. Für diese Technik benötigst du deine Keramik, eine flexible Stempelmatte mit dem Muster, was du dir ausgesucht hast, flexibel, damit du die später um die Keramik herumlegen kannst. Die Keramik darf dabei übrigens schon bemalt sein, wenn du zum Beispiel vorher eine Grundierung durchführen möchtest. Einen kleinen Tupfer, eine Farbpalette und dunkle Farbe. Wie hier zum Beispiel schwarz, du kannst aber auch dunkelblau oder dunkelrot nehmen. Hier siehst du unsere Beispielvase mit verschiedenen Stempelmatten, die übereinander angelegt wurden. Hier wurde die gestempelte Form später noch mit Farbe ausgemalt. Du füllst dir die Farbe in eine Mulde. Wichtig ist nun, dass man die Farbe zügig auf die Matte aufträgt, damit sie nicht schon an einer Stelle antrocknet. Dabei immer einmal in die Farbe tippen und dann in einer trockenen Mulde einmal den Schwamm ausdrücken. Jetzt nicht zu doll auf die Stempelmatte drücken, sondern ganz leicht, sodass nur die oberen Rillen mit Farbe versehen werden. Und jetzt dran denken, zügig auftragen, damit die Farbe nicht trocknet. Darauf achten, dass auch wirklich alle Rillen gut mit Farbe bedeckt sind. Bevor man das Ganze mit Farbe macht, ist es hilfreich, wenn man vorher mit der Matte testet, wie man die genau anlegen möchte. Da muss man nachher nicht so lange überlegen. Beim Auflegen mit Farbe ist es wichtig, dass ihr nicht verrutscht und einmal vorsichtig mit der Hand andrückt, dass die Farbe überall einmal auf die Keramik kommt. Und dann von einer Seite beginnt, in einem Rutsch abziehen. Wir wollen jetzt das angefangene Muster noch bis zum Henkel zu Ende führen und gucken, wie rum wir die Matte anbringen müssen, bevor wir wieder Farbe auftragen. Das Schwierigste ist es, jetzt genau den Übergang zu treffen. Jetzt wieder mit der flachen Hand andrücken und abnehmen. Wenn man mit der Stempelform zufrieden ist, kann man danach die schwarzen Formen ausmalen. Dazu nimmt man dann verdünnte Farbe. Wichtig ist es hier wirklich verdünnte Farbe zu nehmen, weil man ansonsten viel zu viel von dem Schwarzen verdecken würde. Dazu einfach Farbe 1:1 mit Wasser verdünnen, gut mischen und schon kann man damit malen. Ihr nehmt einfach mit dem Pinsel etwas Wasser auf, streift es an der Mulde ab und nehmt dann mit dem gleichen Pinsel aus der Farbe etwas Farbe auf. Dann gut verrühren, bis ihr die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Und dann gezielt das Muster von innen ausmalen. Das war's schon. So einfach ist die Technik Stempelmatte. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen. Lass uns gerne ein Like da und abonniere uns. Dadurch verpasst du kein neues Video. Alles Benötigte für dein eigenes Malprojekt findest du auf unserer Homepage. Stell dir dein individuelles Malpaket zusammen. Es kommt direkt zu dir nach Hause.